zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin noch hier, weil ich keine Ahnung habe, ob es gleich direkt weitergeht, beziehungsweise ob das irgendwie von vorne losgeht. Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Mit einem Loading Screen. Ja, ich werde euch heute dann so die ersten Schritte dieses Spiels erklären. Ja gut, es fängt einfach nur von vorne an. Hört ihr mich? Geht es euch gut? Okay, ja, soweit waren wir schon. Danke. Ich kann euch ja mal ganz kurz versuchen, das Interface ein bisschen zu erklären. Sobald ich auf jemanden draufgehe, mit dem ich interagieren kann, seht ihr vorne, dass dieses, ich sag mal, Fadenkreuz, ist kein Kreuz, ist ein Kreis, ich weiß, dass das blau wird und man sieht, dass man da etwas tun kann, sozusagen. Momentan sehe ich noch ziemlich scheppig aus, muss ich sagen. Und rechts am Rand, ich kann euch das gerade sehr schlecht nur zeigen, wenn man F2 drückt, das wird gleich auch noch erklärt, aber ich erkläre es jetzt einfach schon mal vorweg, weil ich gut bin, dann passiert das hier. Und man kann mit einer Maus hin und her wandern. Ja, hier oben ist natürlich, wie üblich, euer Charakter Statistik, Gedöns, Anzeige, was auch immer. Hier oben, da werde ich hoffentlich irgendwie auch noch eingeführt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt was ist und was ich genau brauche. Das Schöne ist, hier sieht man aber immer die Kurzzeichen für alles. So, ne? J ist das Questbuch, I ist das Inventar, wie ich herausgefunden habe. Hier unten, das wird uns auch noch genauer erklärt. Aktionspunkte, das hier ist, glaube ich, die Ausdauerleiste, genau. Das werden noch Fähigkeiten, die werden dann auf 1 und 2 als Schnelltaste festgelegt. Das hier ist momentan die einzige Attacke, die wir können. Schnelles Schießen, weil wir Bogenschütze sind. Können wir natürlich im Moment nicht einsetzen, weil wir keine Waffe haben, aber ist egal. Das hier sind unsere Quests, unsere momentan. Was haben wir denn da? Ah, das Inventar können wir hier schnell öffnen. Da wir gerade irgendwie ein Unglück überlebt zu haben scheinen, sind unsere Leben jetzt nicht voll, sondern nur irgendwie so halb. Und hier oben natürlich die obligatorische Karte. Ich finde, das ist alles sehr, sehr cool gestaltet. Hier sieht man sogar die Zeit. Wie cool ist das denn? Oh, das wird mir so mega helfen jetzt bei meinen Folgen. Das ist richtig genial. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen dann einmal zu diesem Wilfried. Schieß mich tot. Diese schöne Glitzerlinie zeigt uns mal an, welchen Weg wir nehmen müssen. Und Durchdrücken der F-Taste kann mit dem gefreiten Wilfried gesprochen werden. Das Geniale ist, das Tutorial und die meisten Quests sind vertont. Das finde ich richtig, richtig geil. Den Göttern sei Dank. So wie sich der Drachenlich auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Ja, jetzt hat man hier 4 Auswahlmöglichkeiten. Das hat man im Verlaufe des Spiels eher selten. Das ist jetzt einfach der Anfang, um eure Story noch mal ein bisschen weiter festzulegen, weil das hat man ja noch nicht genug getan in den letzten 3 Stunden. Ich bin auf der Suche nach Abenteuer und Reichtum. Neverwinter ist meine Heimat. Was geht euch das an? Oder das übliche, ich kann mich nicht erinnern. Auf der Suche nach Reichtum bin ich jetzt nicht unbedingt. Neverwinter ist jetzt auch nicht zwingend meine Heimat. Ich will auch nicht unhöflich sein, deswegen nehme ich einfach den Standard und kann mich einfach nicht erinnern. Ah ja. Ein drachenletscher Angriff und fast zu ertrinken ist sicher ein ziemlicher Schock. Aber es wird euch schon wieder einfallen. Sucht derweil am besten am Strand nach etwas Ausrüstung. Die ganze Gegend wird von Velindras Untoten unsicher gemacht. Kommt den Hügel hinauf zum Lager, wenn ihr fertig seid. Dort gibt es ein warmes Feuer. Ihr werdet euch gleich wieder viel besser fühlen, wenn ihr erst einmal trocken seid. Danke, das werde ich tun. Der Questpfad führt zum nächsten Ziel. Er kann mit der Y-Taste ein- und ausgeblendet werden. Mhm. Auf der Karte werden Wegpunkte angezeigt, die die Questziele kennzeichnen. Sehr schön. Also, wie ihr schon gesagt habt, man kann, wie er schon gesagt hat, so rum, man kann die Quests eigentlich gar nicht verfehlen. Weil man hat zum einen diesen schönen Glitzerpfad. Ich weiß nicht, ich laufe in die falsche Richtung, aber das ist mir jetzt egal. Man hat zum einen diesen schönen Glitzerpfad.
dem man folgen kann. Und zum anderen kann ich eigentlich schwimmen. Ach, hier ist das Wasser gar nicht tief genug zum Schwimmen, okay. Und zum anderen kann man halt auf der Karte auch noch gucken, wo der nächste Wegpunkt ist. Die Interaktion mit Charakteren und Objekten erfolgt über die F-Taste. Mhm, das sagt er bereits. So, jetzt haben wir hier, sind wir in der Nähe von diesem Teil, dann wird das Fadenkreuz gelb und wir können interagieren. So, jetzt haben wir einen Langbogen. Und hier kriegen wir, glaube ich, noch... Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Durch Doppelklick wird der entsprechende Gegenstand angelegt. Genau, zerfledderte Kleidung bekommen. Gehen wir einmal auf I. Bogen ausrüsten. Zerfledderte Tunika ausrüsten. Mit der F-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Richtig. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Mein Gott, der redet mir immer dazwischen. Ich muss ja gar nichts mehr sagen. okay. Ja. Das Tutorial habe ich jetzt, glaube ich, das spiele ich jetzt, glaube ich, in dem Let's Play das dritte Mal. Und ich hatte am Anfang das Problem, dass ich mir nicht alles merken kann. Das habe ich aber bei Tutorials grundsätzlich, dass ich einfach am Anfang das Problem habe, dass ich mir nicht alles merken kann, was die mir sagen und deswegen im Nachhinein immer ständig vergesse. Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Ja, freut mich. Wir haben gerade dieses Geglitzer-Dingsbums durchschritten und haben damit ein neues Gebiet erreicht. Hier ist, glaube ich, sowas wie eine Ruhezone. Hier können wir uns jetzt an das Lagerfeuer einmal stellen und dann werden unsere Leben wieder aufgefüllt. So. Dann müssen wir jetzt mit jemandem sprechen, genau, mit dem Leutnant. Hier sind spielende Wachen, sehr schön. Akolytin Mina, auch nicht schlecht. So, dann machen wir einfach mal weiter. Freut mich, euch zu treffen. Lebenszeichen abgeschlossen. Schön, dass es bei dem schrecklichen Angriff auch Überlebende gab. Kommt gerne zu mir, sobald ihr euch dazu in der Lage fühlt. Ihr habt sicher einige Fragen und könntet Hilfe gebrauchen. Wie ihr vielleicht mitbekommt, der Text stimmt nicht immer ganz mit der Sprache überein. Mich stört das aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich nehme mir sowieso nie die Zeit mitzulesen, wenn man schon den Luxus hat, dass es vertont ist, würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir einmal die erste Quest abgeschlossen und er hat natürlich direkt eine neue für uns. Auch wenn wir die Hauptgruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Noch schlimmer ist, dass der Feind unsere eigenen Toten wieder auferstehen lässt und gegen uns einsetzt. Akolyte Naemin führt ein Kelem-Vorritual aus, um die Gefallenen zur letzten Ruhe zu bitten. Das wird sicher einen Angriff provozieren. Ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Ritual zu Ende gebracht werden kann. Könnt ihr derweil das Schlachtfeld nach Verwundeten durchkämmen und ihnen den Weg hierher zeigen? Begebt euch danach bitte ins Lager von Delmecord und erstattet ihm einen Lagebericht. Okay, das wird dann unsere nächste Quest sein. Gibt uns 5 Erfahrungspunkte und 4 Kupfer. Man kann die Quest auch ablehnen, aber ich meine, warum soll ich die jetzt ablehnen? Das ist ja Blödsinn. Theoretisch könnte ich jetzt jeden noch anquatschen. Das ist aber dann, soweit ich weiß, nicht mehr vertont. Nein, ich kann sie nicht ansprechen. Die meisten, wie gesagt, die meisten Quests sind vertont. Asuna Yuki, ah ja. Links klicken, um schnelles Schießen anzuwenden. Jawohl. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich hab's vergessen. Ist egal. Ach so, genau. Dieser Drachenlich, den wir da getroffen haben. Die Gegner sind am Anfang überhaupt keine Herausforderung für einen. Das ist mega genial. Dieser Drachenlich, den wir... Kleriker? Ich bin kein Kleriker, aber ich kann dir trotzdem helfen. Der Drachenlich, den wir ganz am Anfang, der jetzt hier ständig erwähnt wird, von wegen hat angegriffen und so. Ich brauche einen Kleriker. Ja, dann husch darüber, los. Das ist derselbe, den man vorher im in der Vorsequenz gesehen hat. Und den diese komische Hexenmeisterin da beschworen hat. Diese Hexenmeisterin ist übrigens auch Velindra, von der die ganze Zeit geredet wird. Hallo, lass meinen Freund in Ruhe, verschwinde. Du auch, stirb. Alles, sie sehen aus wie Gollum, ey. Alles Gollums hier. Ja, tu ich doch. Dankeschön. Bin ich froh, euch zu sehen. Ja, danke.
Geh darüber, los. Der vorne will nicht. Asuna. Ich glaube, einen muss ich noch, genau. Drei Verletzte muss ich finden und rüberschicken. Und dann muss ich in das Lager rübergehen. Also wie gesagt, diese Velindra, von der die ganze Zeit geredet wird, ist diese Hexenmeisterin ganz am Anfang. Und von der werden wir noch öfter hören. Die werden wir auch noch öfter sehen. Und im Endeffekt war ihr beschworener Drache das Vieh, das uns hier Probleme gemacht hat. Ihr seht, die Story hängt zusammen. Oh, Critical Hit, yay. Ich weiß gar nicht, ob mir das Töten von diesen Viechern irgendwelche Erfahrungspunkte gibt. Ich glaube irgendwie nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter. Und watschel dann mal hier in das Lager rein. Tadam, tadam. Delmecourt-Lager. Der Assistent zeigt die durch Aufsteigen neu zugänglichen Optionen an. Mitunter werden dabei auch wichtige Quests angekündigt. Jawohl. So, wieder F2. Dann kann ich hier unten auf Was gibt's Neues gehen. Eine neue freie Kraft teilende Schuss. So. Das ist das Schöne. Es gibt so eine Art Navigator, der euch direkt zeigt, was bei euch jetzt gerade so passiert ist. Ihr müsst also nicht groß suchen, um herauszufinden, wo jetzt gerade eure Fähigkeiten sind, wo jetzt... ihr müsst auch eigentlich hier gar nicht selber irgendwas tun, außer nachher, wenn ihr hier tatsächlich soweit seid, dass ihr genug aufgestiegen seid, um eine hier quasi eine Stufe aufzuleveln, sage ich mal, dann müsst ihr natürlich wählen, was ihr hier aufleveln wollt. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Wir haben jetzt einfach die zweite Attacke dazu bekommen, sage ich mal. Die ist aber automatisch hier unten einsortiert worden. Das heißt, ihr müsst quasi gar nichts machen. Ihr müsst euch nur darüber informieren, was gerade passiert ist. Manchmal ist es ein bisschen tricky herauszufinden, was genau gerade passiert ist und was das für euch bedeutet. Aber ich finde das mega genial, dass es hier so eine Funktion gibt. Und yeah, ein Zwerg. Oder? Da sieht das wie so ein Zwerg. Wir hatten Glück, dass wir Velindras Angriff zurückwerfen konnten. Da war wieder Velindra. Danke für die Hilfe mit unseren Verwundeten. Bei den ganzen Untoten, die sich hier herumtreiben, hätten sie sicher nicht mehr lange überlebt. Ich werde so schnell es irgend geht versuchen, Linkleiter medizinische Versorgungsgüter und Verstärkungen zu schicken. Dummerweise haben wir hier selber auch genug Probleme. Ja, natürlich. Jeder hat Probleme. So. Beschädigte Pfeile. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Wir haben zwar Velindras Hauptarmee vertreiben können, aber ihre roten Magier machen uns immer noch mit auferstandenen Toten zu schaffen. Gefreiter Horthoden und seine Bogenschützen versuchen sie in Schach zu halten, aber ihnen geht die Munition aus. Ihr müsst das Schlachtfeld nach Pfeilen absuchen und sie auch Toten abnehmen. Bringt, was ihr finden könnt, zu Horthoden. Jo, das ist in der Tat eine ziemlich schreckliche Aufgabe. Aber annehmen werde ich sie natürlich trotzdem. Ich kann die ja hier nicht einfach so, ne? Schaden haben wir jetzt überhaupt keinen bekommen, weil, wie gesagt, der Anfang ist einfach... Okay, warum hängt die hier im Busch? Das mit der Tarnung üben wir nochmal, meine Gute. So, jetzt haben wir wieder hier den, ich sag mal, geschützten Bereich verlassen. Um teilender Schuss anzuwenden. Okay, zack. Bam. Also, dieser teilende Schuss. Wie ihr gerade gesehen habt, dann erscheint so eine grüne Leiste, die sich immer weiter zusammenzieht. Je weiter sie sich zusammenzieht, desto stärker wird der Schuss, soweit ich weiß. Aber im Moment bringt mir der ja nicht viel. Der bringt mir vor allem viel, wenn viele Gegner in der Nähe sind, was im Moment ja leider nicht der Fall ist. So, wie viele Pfeile habe ich? 3 Stück, 9 brauche ich. Hier, das finde ich übrigens sehr genial. Vielleicht kommt euch das Vieh hier bekannt vor. Und hier mit Markus kann ich sprechen. Psst. Sofern ich es vermag, beantworte ich eure Fragen. Aber bitte stört mich nicht in meiner Konzentration. Das habe ich sowieso schon getan, mein Freund. Das sieht ein bisschen aus wie dieser Magier vom Anfang. Was ist hier passiert? Velindra hatte beim Angriff auf Neverwinter einen Drachenlich unter ihrer Kontrolle. Erst griff er nur die Schiffe im Hafen an. Aber dann stürzte er sich direkt auf die Stadt.
Meine Freunde und ich halfen Feldwebel Nox bei der Verteidigung der Mauern, als er zuschlug. Es gab eine wilde Auseinandersetzung, aber schließlich konnten wir ihn besiegen. Ja, das ist genau das, was wir jetzt im Vorspann gesehen haben. Also er ist tatsächlich dieser Magier, der mit den anderen die Mauer verteidigt hat. Was macht die? Keine Ahnung, wie Velindra an einen Drachenlich gekommen ist. Vielleicht ist sie mit dem Kult des Drachens im Bunde. Wichtig ist erst einmal, dass wir das Viech unschädlich gemacht haben. Wenn ein Drachenlich getötet wird, kehrt sein Geist in ein spezielles Phylakterium zurück. Von dort aus kann er den Körper eines anderen Drachen übernehmen und wiedergeboren werden. Der Geist dieses Drachenlichs ist noch nicht entwichen. Ich versuche, ihn hier festzuhalten. Wenn ihm die Rückkehr in das Phylakterium verwehrt wird, können wir ihn vernichten und Velindra einen mächtigen Verbündeten rauben. Das klingt sehr, sehr gut, finde ich. Dann viel Glück, mein Freund. Taketis, was auch immer. Ja, das fand ich sehr, sehr aufschlussreich. Sehr, sehr interessant vor allem auch. Und es ist halt auch keine Quest und es ist trotzdem vertont. Ich finde das so mega genial, dass man hier einfach teilweise nur zuhören muss und nichts anderes tun muss. Oh, das hört sich super fies an. Okay, wo sind die nächsten Pfeile? Hier sind keine mehr. Wie, ihr klaut mir hier meine Pfeile. Da sind noch welche. Juhu. Ups. Ja, springen kann man auch. F kann man einfach alles nehmen. Sehr schön. Hi, stirb. Wie gesagt, die bringen einem offensichtlich gar nichts. Also es bringt einem nichts, diese Viecher zu töten. Habe ich zumindest das Gefühl. Gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Zum Einsammeln vielleicht? Kiste. Cool. So. Kleiner Haltrank, gravierte Silberklammer. Kann ich bestimmt verkaufen. Okay. Du bist mir gerade irgendwie zu nah. Das finde ich nicht gut. Dementsprechend werde ich ihn einfach mal aus dem Weg räumen. Ich habe schon wieder 17 Minuten. Das heißt, ich werde den Part gleich beenden müssen. Ist ja süß. Dann würde ich sagen, gebe ich noch diese eine Quest ab und werde dann den Part gleich beenden. Ich habe immer noch keine Leben verloren, weil es immer noch viel zu einfach ist alles. So, jetzt muss ich die Pfeile hier in diese Fässer packen. So, jetzt können die nämlich weiterschießen. Auf was auch immer sie schießen. Ach, da oben auf diese. Cool. Das mit dem Zielen üben wir aber auch nochmal. Mein Gott. Wir können ja gar nicht. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Ah, hi, ein Elfenbruder. Beschädigte Pfeile abgeschlossen. Danke für eure Hilfe. Zwar wurden die roten Magier nicht endgültig vertrieben, aber so müssen sie sich erst einmal eine Weile bedeckt halten. Jupp. Stufe 3. Brücke des schlafenden Drachen. Horden von Untoten greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten am Tor nördlich von uns, dann können wir es öffnen. Gefreiter Wilfred kann euch in die Stadt bringen und den Weg zur Brücke zeigen. Aber Vorsicht, diese Untoten sind aggressiver als eure bisherigen Feinde. Möge Tempest euch Kraft verleihen. Also viel aggressiver als die jetzigen. Oh, das gibt einen Langbogen. Sehr geil. Ja, natürlich nehme ich das auch an. Jetzt gibt es natürlich wieder was Neues, denn ich bin eine Stufe aufgestiegen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und das heißt, es gibt eine neue Kraft. Flucht des Plünderers. Eine sehr geniale Fähigkeit, die ich euch im nächsten Part gerne zeigen werde. Jetzt, Gefreiter Wilfried kennen wir bereits. Das ist der... Also wie ihr seht, gibt es noch sehr, sehr, sehr viel, was ich hier lernen kann. Gefreiter Wilfried war derjenige, der uns am Anfang quasi aufgesammelt und uns den Weg zum Lager gezeigt hat. Und ja, die Protectors Enclave ist ein Ort, an dem wir eine Menge Zeit verbringen werden am Anfang. Und ja, ich würde sagen, dann muss ich diesen Part leider auch schon wieder beenden. Ich werde wahrscheinlich direkt noch einen zweiten aufnehmen. Ich bin gerade so schön drin und ich liebe dieses Spiel einfach. Es macht so Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, pflanze ich mich hier ans Lagerfeuer. Ich weiß nicht, wie man sich hinsetzt, aber stehen ist auch gut.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr verfolgt auch dieses Spiel wieder weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Lasst mir doch mal eure Meinung unten in den Kommentaren da und ich hoffe, ihr seid dann noch bei der nächsten Folge wieder dabei. Schaut am besten auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind eigentlich immer wichtige Links drin. Dieses Mal unter anderem der Link, bei dem ihr das Spiel selber spielen könnt, beziehungsweise ja, euch das Spiel runterladen sozusagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!